wundervoll ist die gesamte Region, Sebnitz aber die Wanderhauptstadt. Vom 22. bis zum 27. Juni 2016 ist der Deutsche Wandertag in der Sächsischen Schweiz zu Gast. Die große Kreisstadt Sebnitz feiert 2016 außerdem ihr 775-jähriges Stadtjubiläum und eingeladen hat man sich Gäste aus dem ganzen Land. Denn die Sächsische Schweiz hat mehr zu bieten als eine zauberhafte Natur mit ihrer einzigartigen Flora und Fauna. Sebnitz ist das Zentrum in der hinteren Sächsischen Schweiz. Die Stadt mit ihren Jugendstilhäusern ist ein gemütlicher Ort, direkt an der deutsch-tschechischen Grenze. Weltweit bekannt aber ist Sebnitz als Seidenblumenstadt, denn schon seit 1834 wird hier das Kunstblumenhandwerk gelebt. Bis heute sind die Sebnitzer Kunstblumen echte Handarbeit. Die liebevolle Entstehung mit all ihren Details können Besucher in der Schaumanufaktur aus nächster Nähe verfolgen. Und auch das ist Sebnitz. Einzigartig in der Region zeigt das Afrika-Haus rund 4000 Exponate vom drittgrößten Kontinent der Welt. Der Freundeskreis Afrika-Haus Sebnitz organisiert zum Deutschen Wandertag Vorträge und Führungen. Sebnitz ist ein idealer Ausgangspunkt für viele Wandertouren in der Sächsischen Schweiz. Einzigartig aber ist eine Bootsfahrt auf der oberen Schleuse im Ortsteil Hinterhermsdorf. 38 Kilometer durchzieht der grenzlos Kirnitsch die Nationalparkregion. Früher wurde er zum Flößen genutzt, heute um den Besuchern einen ganz besonderen Blick auf die unberührte Natur zu bieten. Der imposante Flussabschnitt durch die Kirnitschklamm ist dabei aber nur vom Boot aus zu erleben. Von Menschenhand geschaffen wurden sie, die Umgebindehäuser in und um Sebnitz. Nirgendwo sonst in der Region findet man so viele Häuser, die nach traditioneller Blockbauweise errichtet wurden. Schon längst stehen diese Gebäude unter Denkmalschutz. Natur und Geschichte, Architektur und Erholung. Sebnitz, die Wanderhauptstadt 2016, bietet beste Voraussetzungen für einen erlebnisreichen Urlaub und einen vielseitigen 116. Deutschen Wandertag.